Tina im Kirchturm, lei, 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 lei. Hallo und fröhliche Weihnachten aus unserem Kirchturm. Ihr denkt vielleicht jetzt, Weihnachten ist doch vorbei. Aber nein, das geht noch ein paar Tage. Deswegen wünschen wir euch jetzt auch noch fröhliche Weihnachten. Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Familien. Überlegt doch schon mal, was euer schönster Moment an Weihnachten war. Ich erzähle euch später noch einmal mehr dazu. Heute kommt nur ein kleiner Gruß von uns, aber das geht natürlich nicht ohne Musik. Deswegen haben wir euch noch ein Lied mitgebracht. Ihr kennt es vermutlich noch nicht. Aber das ist nicht schlimm. Schnappt euch einfach vielleicht ein Instrument oder einen Tisch, wo ihr drauf trommeln könnt. Oder ihr nutzt einfach eure Beine zum Drauftrommeln. Vielleicht habt ihr auch eine Rassel. Egal, irgendwas, was ihr gerade findet, mit dem ihr Musik machen könnt. Und dann macht ihr einfach mit. Spaziergang mit Laterne, wie auf heiße Schokolade, so sehr freuen wir uns auf dich. O Jesus, wir feiern heute dich. O Jesus, wir feiern heute dich. Denn von all den schönen Sachen, die uns so viel Freude machen, bist du Gottes allergrößtes Geschenk für mich. Wie auf all die Süßigkeiten, wenn sie Weihnachtsduft verbreiten, wie auf Tannenbaum und Krippe, so sehr freuen wir uns auf dich. Wie auf Kerzenschein und Lichter, wie auf strahlende Gesichter, wie auf Bratäpfel und Mandeln, so sehr freuen wir uns auf dich. So, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Lied und habt fleißig mitgemacht. Habt ihr euch denn euren schönsten Weihnachtsmoment überlegt? Ich habe ja auch gerade in dem Lied sehr viele gesungen, wie der Tannenbaum oder die Krippe oder Geschenke, Süßigkeiten, ganz viele verschiedene Sachen. Auch wir hatten einen ganz besonderen Moment, denn wir haben Plätzchen gebacken. Das ist vielleicht jetzt noch nicht so besonders, aber wir haben ganz besondere Plätzchen gebacken. Wie auf all die Süßigkeiten, wenn sie Weihnachtsduft verbreiten, wie auf Tannenbaum und Krippe, so sehr freuen wir uns auf dich. Wie auf Kerzenschein und Lichter, wie auf strahlende Gesichter, wie auf Bratäpfel und Mandeln, so sehr freuen wir uns auf dich. O Jesus, wir feiern heute dich. O Jesus, wir feiern heute dich. Denn von all den schönen Sachen, die uns so freuen. Schaut mal her. Erkennt ihr, was das ist? Wir haben nämlich Esmeralda-Plätzchen gebacken. Und dazu gibt es natürlich auch eine
Esmeralda Plätzchenform. Die gibt es ganze dreimal und die wollen wir an euch verlosen. Und dafür brauchen wir euren schönsten Weihnachtsmoment. Schreibt ihn, malt ihn, bastelt ihn, was euch einfällt. Und dann schickt ihn einfach zu uns bis zum 6. Januar 2022. Alle weiteren Informationen für eure Eltern, für Mama und Papa stehen unten unter dem Video in der Infobox. Also, ran an die Stifte, an die Kleber, legt los. Wir freuen uns auf alle Einsendungen. Bis bald. Wie auf all die Süßigkeiten, wenn sie Weihnachtsduft verbreiten, wie auf Tannenbaum und Krippe, so sehr freuen wir uns auf dich. Wie auf Kerzenschein und Lichter, wie auf strahlende Gesichter, wie auf Bratäpfel und Mandeln.